So, hi Leute, willkommen zurück zu Dust, an Elysian Tale. Wir befinden uns im vierten Kapitel und erforschen hier mal diese Höhle, die wir letztes Mal auf dem Friedhof freigeschaltet haben. Was ist da oben? Oh, da wird's kalt. Schnee. Wer mag schon Schnee? Schnee ist geil eigentlich. Ich meine, so schön, so eine verschneite Landschaft oder sowas. Vor allem, wenn es halt frischer Neuschnee ist. Sehr geil. Die Schwarzmoorberge. Es ist immer sehr hübsch, wie die Landschaften aussehen, wie die Landschaftsfahrten da gemacht sind. Oh, die kleinen Hoppelchen. Die vom bösen Wolf weglaufen. Was halten die Viecher bitte schön aus? Alter. Nee, also so unberührte Schneelandschaften, so Neuschnee, das finde ich sehr geil. Was ich halt dann hasse, ist, wenn das alles so ein verdreckter Schmodder ist. Weil, weil mal wieder die Autos lang gefahren sind oder sowas. Dann wird es uncool. Oder wenn das Zeug halt dann so unglaublich vereist. Da macht das keinen, also dann ist es nicht mehr allzu schön, finde ich jetzt. Aber alles in allem. Eine schöne Schneelandschaft. Da sagt man nicht nein. Okay. Hey! Bist du hier der Truhenchef? Und rechts und nochmal rechts. Und in den Eisbergen finden wir Eiscreme. Oh, ich verstehe. Also da zerbröckelt einfach mal so die komplette Brücke. Hoppala. Und eine Nachricht. Unheimliche Biegung. Ich habe diese Klettertour nur einmal unternommen. Aber ich weiß nicht, ob ich jemals dorthin zurückkehren möchte. Ich hatte das Gefühl, dass etwas mit meinen Augen nicht stimmt. Es war so tückisch. Und starr? Oder war es stückig und bizarr? Tja, wer weiß das schon? Ich denke mal, wir werden es herausfinden. Auf unserer... Alter, was seid ihr hier für... Speedy Gonzales Renner? Zack, einmal da ein bisschen reinblastern. Hepp. Vorsicht! Dust, yes! Okay, passt. Oh, wird es hier... Fängt es schlimmer an zu schneien? Ich hab grad so das Gefühl, oder? Suchen wir mal schnell ein bisschen Deckung vor dem Schneesturm. Dass wir in Ruhe die Viecher platt machen können. Hat das den Schnee auch ein Stück mit? Nee. Ist ja cool. Naja, egal. Gut, einmal den da unten mal mit wegnehmen. Nee, auf alle Fälle. Eine hübsche Gegend hier. Mal schauen, was wir hier noch finden. Dann. Ob wir Gaius hier oben finden. Wahrscheinlich schon. Oh oh. Klingt nach Lawine. Oh Gott. That yet? Oh, das ist so süß. Was ist das denn? Was? Was findet hier statt? Das, erklär mir das. Hello again, my friend. I suspected you would return. Ernsthaft? Oh! Oh! Büffelburger! Halb rosa gekocht, auf einem Brötchen mit etwas Butter serviert. Ich sehe da noch Salat. So, aber... Ich brauche hier keine Büffelburger. Alter, wie cool! Wie cool! Was sind das für Dinger? Egal!
Die sind total krass. Boah, Level up. So, hier, wir können mehr Angriff. Jawoll. Hier kommt der Killermeister, du. So. Einmal die Explosivkette auslösen. Hopp. Mit euch habe ich ja noch ein bisschen Erfahrung. Oh, diese Gnollviecher da in ihrer Schneeklamotte. Na komm. Ich weiß, du willst es auch. Frames. Komm schon und das auch noch. Hier, du kriegst sowas. So. Ach, noch mehr davon. Super. Zack. Immer diese Monsterhorden hier. Das sind bestimmt die ganzen Mondblüter, die ich jetzt hier gerade abschlachte. Da freut sich dein Geist drüber. Es wäre jetzt noch irgendwie eine extrem krasse Story-Wendung, wenn wir Gaius wären. Also, jetzt mal so, ne? Dramaturgisch gesehen. So von wegen, wenn wir dann so zu dem Bösewicht kommen, den wir die ganze Zeit gesehen haben, und dann kommt er an und sagt so, oh, General, ihr seid zu uns zurückgekehrt. Bla bla. Und wir so, what? Ich kenne dich nicht. Was ist hier los? Hübsch. Echt hübsch hier. Also, da kann man schon nichts sagen. Ja, da kommt Platz. Noch jemand da. Nein! Was zur Hölle? Wo bin ich? Was bin ich? Wer bist du? Was bist du? Was? Nicht mit mir. Yeah, take that, Mimi. Don't hold back, Fidget. So. Was ist das? Ein Doppelsprung. Endlich. Sinnvolle Fähigkeiten. Geil. Geil. Doppelsprung. Das ist eigentlich finde ich es schade, dass man es so spät bekommt. Und ich muss auch sagen, das Spiel hier arbeitet eindeutig zu viel mit Backtracking. Also jetzt müsste ich hier mit meinem neuen Doppelsprung nochmal alle Gebiete abklappern. Ah, okay, jetzt kann ich aus dem Abspringen auch nochmal machen. So. Kein Problem. Das ist ein bisschen schade, aber hey. Ich habe einen Doppelsprung. Wie cool ist das denn? So. Yep. So. Ja, Jungs, ne? Ich räume da mal ein bisschen auf hier bei euch. Und jetzt? Was gibt's da noch? Ah, eine Kiste. Sehr gut. So, so, so. Und nochmal nach oben. Der Ring des Wissens. Gibt's noch mehr zu finden? Hast du noch? Huch. Ich weiß es nicht. Egal. Bumm. Ich hab Angst. Ich hab bestimmt noch irgendwelche. Genau da. Genau für sowas. Noch eine Kiste. Wir haben ja noch nicht genug gefunden. Ah, das war schlecht. Okay, wir versuchen es nochmal. Links, 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 links. Das war das bisher komplizierteste Rätsel, glaube ich. Schauen wir mal, ein Schneeanzug könnte vielleicht sogar besser sein. Bomberweste.
Leichte Steinweste. Spektralweste. Ach, das war ein Bauplan für den Schneeanzug. Aber der ist wirklich besser. Wir brauchen aber noch Materialien dafür. Haha, na, und war das cool? Ich weiß, dass es cool war. Wo bin ich jetzt gelandet? Achso, hier. Hallo. Ich kenne dich noch. Wir haben vorhin schon mal miteinander gesprochen. Ah ja. Okay, hier nach links. Ich habe irgendein Eisviech gekillt. Das war bestimmt ein Mondblüterviech. Und jetzt sind die da oben ziemlich sauer auf mich, weil ich das einfach platt gemacht habe. Glaube ich. Und da muss ich mich durch das Mondblüterdorf metzeln. Ich bin ja für meine Kaltblütigkeit bekannt, ne Dust? Natürlich nicht, wir sind die Guten. Schlechte Nachrichten, wir haben nur einen Schlüssel. Wir müssen uns für eine Kiste entscheiden. Und Geld. Ich bin auch so jemand, ich hüpfe gerne durch die Gegend. Das finde ich echt wichtig. Sorry, Dust. I don't think you're double jumping over that. Stupid avalanches ruin everything. Go ahead, name me one good thing an avalanche has ever done. Well, now that you mention it, this might be a crazy idea, but maybe we can clear some of the snow off of that mountainside. Oh, da machen wir bestimmt was kaputt mit. Another avalanche? That's the idea, yes. You're crazy. I love it. Do I need to be the voice of caution here? Need I explain how creating an avalanche puts us all in danger? It's really the only way, Aura. Yeah, Aura, it really is. Is it? It is. Very well. Let's do this thing. You're crazy. I love it. Well, that did something. It sure did. You know what I'm thinking? I'm thinking we find another one. Huh? That obviously wasn't enough. We need to break more pillars. Fidget, I think the bitter cold is creating lapses in your judgment. That is ridiculous. I'm perfectly... perfectly... Oh. Oh. Achso, ich muss dann hier praktisch nach oben hin weiter. Und dafür brauchen wir da was, wo wir mit dem Double Jump hochkommen. Alles klar. Das heißt, hier drin müssen wir eine Säule finden. Dust, be careful. Watch overhead. The snow is not the only thing you are shaking loose. Ja, ja, scheiß drauf. Hier, schau, passt, läuft. Man muss nur schnell genug sein und dann wird man schon getroffen. So einfach ist das. Ich bin Profi. Ich habe das schon mal im Fernsehen gesehen, wie da jemand runter lang gelaufen ist. Achso, ja. Doppelsprung. Hört auf, nachher mit Zeug nach mir zu schmeißen. Das finde ich voll unfair. Erstmal unter solchen Bedingungen kämpfen. Genau. Das ist es, was das Spiel so arschlochmäßig macht. Au! Da geht's bestimmt irgendwo runter. Bestimmt irgendwas Verstecktes unten. Oder ist laut der Tod? Bin mir unsicher. Ich tippe auf Tod. Egal, hüpf! Hey! Ich habe Schneeflocken gefunden. Sehr gut. Wieder eine Nebenquest abgeschlossen. Ja, und ich fange hier wieder an. Ach so, ist nicht als wert. Okay, passt. Ich habe nichts gesagt. Hier brennt auch noch Feuer. Entweder von den Viechern oder von Zivilisation.
Noch eine Seite gefunden. That's two. Not, not enough. Not enough. We'll need to find more if we're going to clear away that snow. We really should get you someplace warm, Fidget. I think you're coming down with something. Never! Oh, Fidget wird krank. Okay. Ah, hier sind so Plattformen. Okay. Das war einfach. Autsch, was bist du denn? Für ein verdammter Killer. Okay, die sind gefährlich. Aber richtig. Sonst noch jemand? Hallo? Okay, wir haben ein Level Up. Mehr HP, mehr Verteidigung, Verteidigung. Weil HP sind schon einiges, die ich da eigentlich habe. Achso, was bist du? Okay. Huch. Wo kam der denn her? Hallo! Au! Hoho! Au! Wie soll man das bitte schön rausfinden? Au! Oh. Mensch! Was ist hier? Ne, Balas ist verzweifelt! Was zur Hölle? Wer hat das erfunden? Bestimmt nicht die Schweizer, das war garantiert nicht Ricola. Au. Ich kann hier nicht so kämpfen, wie ich es gerne machen würde. Oh, das ist hier Panik hoch 3. So. Habe ich noch einen Wiederbelebungsstein? Sag mir, dass ich noch einen Wiederbelebungsstein habe. Nein, habe ich nicht. Schlecht. Ja, wir laden da. Mal schauen, wo wir sind. Wir sind hier. Okay. Alles klar. Bam! Bam! Nicht mit mir. Euch noch ein bisschen wegblasen hier. Level up. So, da hatten wir Verteidigung genommen. Sehr gut. Und jetzt fahrt mich nach oben. Okay, okay. Bereit mal zum Rechtsabspringen. Bereit mal zum Rechtsabspringen. Höp. Haha. Wenn man es weiß, ist es einfach. So, ich tue mal was Stärkeres zum Heilen rein. Am besten sowas hier. So. Sicher, sicher, ne? Mal ein bisschen vorbereiten. So. Und jetzt kriegen die Jungs hier. Und rams. Schrammen wir sie ungespitzt im Boden hier. Fällt ihr denn hier durch die Gegend, ha? Ist das hier der Weg nach Disneyland? Autsch. Ich bin großer Mickey Mouse Fan. Ey, 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 okay. Puh. Safe. Safe. So. Ich würde sagen, ich kaufe jetzt ein bisschen ein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, weil ich glaube, ich habe schon wieder eine ganze Ecke voll. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.